Mit 10 Jahren habe ich plötzlich begriffen, ich bin ja wahrscheinlich eine von den Ältesten hier, laut Geburtsschein, ja, aber nicht laut Realität, laut Wahrheit. Mit 10 Jahren habe ich begriffen und gesagt, Herr, also meine Jugend war alles eher wie schön, Krieg, Armut, Angst. Und ich bin überzeugt, du hast für jeden Menschen, den du auf die Erde schickst, einen Plan, einen Traum. Gott hat einen Traum für jeden von euch hier. Für diese Erde. Dann habe ich gesagt, Herr, Papa, ich will diesen Traum auf Erden leben. Koste es, was es wolle. Du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wo du willst, wann du willst, kannst mich auf null reduzieren. Aber, und das ist der beste Aberglaube, verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen und schenk mir Freude und Frieden, den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Gott hat dieses Gebet erhört und ich bete es jeden Tag wieder. Und ich garantiere euch, am liebsten reduziert er zu null, damit er alles sein kann. Wisst ihr, denn ich bin in einer sehr religiösen Struktur aufgewachsen. Tun, 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 nicht tun, nicht tun, nicht tun. Ich habe alles getan, was sie mir gesagt haben. Nach Jahren der Anstrengung und wenn es einen Weg gegeben hätte, Gott zu finden, ohne seine Hilfe, hätte es geschafft. Habe ich gesagt, Herr, ich streng mich ja so an. Dann hat er gesagt, ja, du bist sehr anstrengend. Und ihr Lieben, so viele Menschen sind sehr anstrengend, weil sie noch nicht Gnade begriffen haben. Es gibt keinen einzigen Weg, aus eigener Kraft Gott zu erreichen. Hör auf, dich anzustrengen. Gib dich als hoffnungsloser Versager vor Gott zu erkennen. Ich brauche dich, Gott. Wisst ihr, ich lebe so gern in Afrika, weil dort wissen wir, dass wir Gott jede Sekunde brauchen. In Europa wollen wir ja alles selber in den Griff bekommen. In Afrika wissen wir, Gott will uns in den Griff bekommen. Und wenn er uns im Griff hat, kann er alles machen mit uns, was er will. Und dann kann sein Wille geschehen. Hier wollen wir, dass Gott so spurt, wie wir ihm diktieren. In Afrika spuren wir, wie Gott uns diktiert. Und da kommt auch die westliche Welt hin. Denn Gott braucht keine Ratgeber. Gott braucht solche, die sich ihm bedingungslos zur Verfügung stellen und sagen, Herr, hier bin ich. Kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst. Da muss ich euch den kleinen Unterschied zwischen Europa und Afrika zeigen. Da gibt es eine Schriftstelle in der Offenbarung, Kapitel 12. Sie haben ihn überwunden durch ihr Zeugnis, durch das Blut Jesu und weil sie ihr Leben nicht lieb gehabt haben bis in den Tod. Dann habe ich das in unserer Hauskirche, wir haben ja auch lange Hauskirche gehabt in Uganda. Ich habe 12 Kinder in meiner Familie von 4 Jahren bis 24. Und dann habe ich gesagt, Kinder, was kann das bedeuten? Sagt ein Kind so um die 10, Mama, das kann bedeuten, dass wir als Märtyrer sterben müssen. Ich sage, ja, das kann es bedeuten. Aber wisst ihr, habe ich gesagt, Kinder, was das aller Schlimmste für mich je wäre, wenn ich das erleben müsste, wenn sie euch Kinder vor mir quälen, damit ich mich lossage von Jesus. Dann sagt ein Kind, auch, der war 12 vielleicht, Mama, da musst du stark bleiben. Wir schauen auf Jesus. Je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Und dann kam der Gipfel. Sagt ein anderes Kind, aber Mama, wir werden auch nicht schwach, wenn sie dich quält. Halleluja! Das ist die Einstellung, die wir haben müssen. Amen? Hört man das in Europa? Da haben wir noch einen Weg. Amen? Ich habe bei meinen vielen Besuchen in Israel eine Gruppe von Chinesen kennengelernt. Die haben gestrahlt wie die Scheinwerfer. Und ich dachte, mit denen muss ich reden. Dann habe ich eine Frau so... In meinem Alter habe ich gesagt, du, ist wirklich Christenverfolgung in China? Ja, hat sie gesagt, und ob? Sag ich, ja, bist du auch schon verfolgt worden? Sagt sie, ja, ja. Sag ich, wie hat das ausgeschaut? Ich war 10 Jahre im Gefängnis. Ja, wurdest du dort gequält? Ja, das ist ja eine Tagesordnung. Wir schreiben jetzt Lobpreislieder in den Gefängnissen von China und danken Gott, dass wir um seinetwillen leiden dürfen. Wo hört man das her? Da haben wir noch einen weiten Weg in der westlichen Welt. Wir wollen nicht leiden. Dann habe ich gesagt, ja, wie viele sind denn da drinnen in so einem Gefängnis?
Sagt sie, ja, manchen Sonntagen kommen 600-700 neue. Wie bitte? Sagt sie, da freuen wir uns. Weil da haben sie wieder Razzia gemacht in der Untergrundkirche. Da freuen wir uns, da fangen wir die nächste Bibelschule an. Wir trainieren jetzt die Missionare für die arabische Welt in den Gefängnissen von China. Amen. Halleluja.